Die Suche nach Sponsoren für den Grand Départ läuft auf Hochtouren. Rund 2,5 Millionen Euro Sponsorengelder sind bisher schriftlich fixiert. Das gab Oberbürgermeister Thomas Geisel auf einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Zudem bewirbt sich die Stadt Neuss für eine Durchfahrt der zweiten Etappe. Das ganze Thema Grand Départ 2017 ist ja auch eine große Chance für die regionale Zusammenarbeit. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir sind auch ein Stück weit natürlich darauf angewiesen, was die zweite Etappe angeht. Die führt ja nun auch durch die ganze Umgebung von Düsseldorf. Und ich finde es toll, dass wir da gut zusammenarbeiten mit unseren Nachbarn. Es geht ja nicht nur um ein Ereignis für Düsseldorf. Der Grand Départ 2017 ist ein sportliches Großereignis für die gesamte Region, auch für das Land Nordrhein-Westfalen natürlich. Die endgültige Streckenführung wird der Veranstalter ASO am 18. Oktober bekannt geben. In den Sommerferien wurden an 71 Düsseldorfer Schulen zahlreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Am Dienstag zogen Oberbürgermeister Thomas Geisel, Stadtdirektor Burkhard Hinsche und Florian Dürzus, stellvertretender Leiter Schulverwaltungsamt, eine erste Bilanz. Wir haben jetzt alleine in den Sommerferien 71 Schulstandorte, an 71 Schulstandorten etwa 110 Projekte umgesetzt mit einem Gesamtvolumen von 11 Millionen Euro. Wir haben Gesamtbindungen im Masterplan von 20 Millionen Euro. Und man muss immer sehen, es werden auch viele kleinere Maßnahmen aus dem Masterplan finanziert, das heißt Maßnahmen unter 100.000 Euro. Und die Bezirksvertretungen leisten auch noch ihren Anteil dazu. Insgesamt kann man sagen, dass bis auf Restarbeiten alle Maßnahmen auch in den Sommerferien durchgeführt werden konnten. Das heißt, die meisten Schülerinnen und Schüler werden zum Schulstart auch die Räume in neuem Glanz vorfinden. Bis zum Jahr 2021 will die Stadt etwa 700 Millionen Euro in den Schulausbau investieren. Regierungspräsidentin Anne Lüttges und Oberbürgermeister Thomas Geisel haben am Dienstag gemeinsam mit den Sprechern des Jugendrats über die bevorstehenden Jugendratswahlen informiert. Zudem wurden Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrer dazu aufgerufen, die Schülerinnen und Schüler bei der Durchführung der Wahl zu unterstützen. Demokratie muss man lernen und möglichst früh. Deshalb kommt dieser Jugendratswahl hier in Düsseldorf ganz hohe Bedeutung zu. Ich finde es als Regierungspräsidentin, also Chefin der Schulaufsicht, aber auch als Kinderrechtlerin ganz hervorragend, dass jugendliche Kinder hier diese Beteiligungsmöglichkeit haben. Aber es muss bekannt sein. Die Kinder, die Jugendlichen müssen wissen, dass sie wählen können und dass sie sich einmischen können und damit eben demokratisch ihr Beteiligungsrecht leben. Die Wahl zum Jugendrat findet am 22. November 2016 statt. Die Bewerbungsfrist endet am 7. Oktober. Royaler Glanz in Düsseldorf. Anlässlich des 70. Geburtstags von NRW und der Landeshauptstadt nahm Prinz William am offiziellen Festakt in der Tonhalle teil. Ebenso Angela Merkel, Hannelore Kraft und zahlreiche andere Prominente. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des großen NRW-Geburtstags. Diesen feiert ganz Düsseldorf beim NRW-Tag mit einem dreitägigen Bürgerfest vom 26. bis 28. August. Auf der größten Open-Air-Party des Landes wird es ein abwechslungsreiches Programm auf 16 Bühnen geben. Mehr als 3000 Akteure sorgen für beste Unterhaltung. Zudem gibt es viele Mitmachaktionen. Es ist ein sehr, sehr attraktives Programm, das die Landeshauptstadt und das Land in seiner ganzen Vielfalt präsentiert. Mit ein paar Highlights, aber vor allem sagen wir, mit einem Querschnitt des gesamten bürgerschaftlichen Engagements in Nordrhein-Westfalen. Ein Querschnitt durch das Land und eine ebenso große Bandbreite an Künstlern und Akteuren. Culture Candela oder auch die Zeitreise, also zur Eröffnung mit Dieter Falk, ist, glaube ich, ein echtes Highlight. Aber ich freue mich auch, sagen wir hier, Blaulichtmeile, dann gibt es einen Haufen Aktionen von, ich möchte jetzt nicht einzelne hervorheben, aber also wir werden das Programm auch mit meinen Kindern und meiner Frau werden wir nochmal genau uns anschauen. Und also es ist so viel geboten, da ist für jeden was dabei. Überall wirft der große NRW-Tag schon seine Schatten voraus. Wimpel und Banner schmücken seit Tagen die Altstadt. Die Fassade der ehemaligen Kämmerei wurde mit farbigen Bändern umspannt. Die Installation soll bis zum 5. September weiter wachsen und anschließend zu einer Skulptur verknotet werden. Die Kunstaktion knüpft an eine Materialaktion im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1972 an. Weitere Informationen sowie das gesamte Programm zum NRW-Tag gibt es auf der Internetseite www.düsseldorf.de/nrw-tag.